Willkommen zurück zu Dinosaur 3 Extreme Legends. Ja, Freunde, ich habe mich jetzt tatsächlich doch entschieden, den Musou-Modus nochmal zu machen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich das Fazit natürlich schon abgegeben im letzten Part. Ist egal. War eh nur ein kleines Fazit. Weil sich das ja im Grunde genommen mit dem aus Dynasty Warriors 3 gleicht. Ja. Wir machen jetzt doch die Zurong-Story, weil da doch tatsächlich so viele Zwischensequenzen sind, die nur für Zurong sind. Und es sind 6 Schlachten, sprich eine Schlacht, wenn wir dann wahrscheinlich doppelt gemacht haben. Aber das macht die Kohle jetzt wirklich nicht fett. Es lohnt sich also wirklich, die Story nochmal mit Zurong zu machen. Das ist echt lustig. Obwohl wir quasi in der Mantrum spielen, gibt es 2 verschiedene Stories. Das ist ein bisschen komisch, aber so ist es halt. Aber halt alles nochmal mit Zurong. Ja, das ist halt klar. Naman-Kampagne, damit fängt's an. Gut, machen wir die halt nochmal. Der Rest ist da alles anders. Meng! Meine Liebe, was gibt's? Eine verdächtige Gruppe greift vom Norden aus an. Ah, genau richtig. Ich war es leid, überall zu suchen. Du hast die Dame gehört. Lass uns gehen. Machen wir nochmal die Naman-Kampagne. Ich liebe die Schlacht ja eh, wisst ihr. Gut, wie war das mal mit Zurong? Die war ziemlich schwach. Das weiß ich noch. Und die einmal genutzt in Dynasty Warriors 3. Da hat man die Dreikant. Klinge genutzt scheinbar, sonst wäre die jetzt hier nicht ausgerüstet. Erhöht halt den Angriff immens, hier hätten wir aber Feuerschaden. Und mehr Abwehr. Aber auch mehr Musou, das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Pfeil erreichen. Mehr Range, ja komm, wir nutzen die. Ich glaube, das ist doch noch ein bisschen besser. Musou weg, ist gut. Können wir ihn, denke ich, gebrauchen. Wobei, war da nicht was, dass der Musou nie connected hat, weil wir den genutzt hatten? Ja, ich denke schon. Den machen wir lieber wieder weg. Ich erinnere mich da an was. Das können wir stattdessen nehmen. Schaden für bewachende Feinde durch deinen Musou-Angriff. What the fuck? Ach so, ich glaube, wenn die abwehren, dann geht der Schaden trotzdem durch, wenn man Musou macht. Ist auch geil. Elixier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir das Elixier nehmen. Zeigt Position des Pferdes. Ja, ist ein cooles Gimmick, aber dafür einen Slot zu opfern, ist halt nicht wert. Göttlicher Helm. Ja, ist auch nicht schlecht. Doppelter Angriff. Abwehrfeld bei K.O. vorübergehend. Hä? Ja, bei Todesnähe. Abwehr mal 2 ist auch nicht schlecht. Leibwächter werden steckt. Ja, kommt, ich benutze hier das. Aber schneller, wieder musst du voll. Ist immer eine gute Sache. Ja. Wollen wir's? Was? Die Schlacht ist anders. Liu Bei und Sun Shengxiang sind geschlagen. Sonst stand einmal Liu Bei und Zhuge Liang sind geschlagen. Und Zhuge Liang ist auch noch dick markiert. Als wäre er ein Boss. Ganz anders hier. Lol, wisst ihr was? Wir machen das so, dass Sun Shengxiang der Endboss ist. Das ist ja voll einmalig. Oh, wir besiegen erstmal den Machao. Das ist ja total einmalig. Das wird es nur dann in dieser Schlacht geben. Gut. In der Nanzong-Region erhält der Nanman-König Meng Huo Frieden und Harmonie zwischen den zahlreichen Stämmen. Seine stolze Frau Su Wong soll vom Feuergott abstammen. Eines Tages erhält Su Rong die Nachricht über die Invasion der Shu im Norden. Sie zerstören das Land ihrer Heimat. Das ist unverzeihlich für Su Rong. Es sieht so aus, als ob der feindliche Befehlshaber Liu Bei seine Gemahlin Shangxiang mit zum Schlachtfeld gebracht hat. Das veranlasst Su Rong, Meng Huo zu bitten, sie auch zum Kampf mitzunehmen, sodass sie das eingedrungene Paar zusammen vernichten können. Paar-Battle? Wie bei Dynasty Warriors 5 Extreme Legends? Das ist auch eine meiner Lieblingsschlachten. Wozu sie so einen Wettstreit unter den Ehepaaren veranstaltet. Und wenn man dann nur ein bisschen sich vom Ehepartner entfernt, rastet da immer aus. Was ist das für Liebe und so. Das ist so lustig. Richtig cool, ey. Ich liebe das. Also wer diese Schlacht nicht kennt,
muss ich unbedingt mal Dynasty Warriors 5 Extreme Legends gönnen. Oder so lange warten, so ein Jahr müsste warten, dann let's play ich das eh. Wisst ihr was, ich lasse mal Chao in Ruhe. Ich vertraue darauf, dass Mengur den packt. Das ist mir zu weit. Mengur, das schaffst du schon. So viel zur Liebe, ne? Ich lasse jetzt einfach Mengur da stehen. King Du, sie ist damals gestorben. Der hat hier Probleme. Wollen wir dem mal helfen? Hm? Aber erstmal räumen wir da oben auf. Da oben müssen wir erstmal aufräumen. Mit da oben war eigentlich kurz vor der Festung von Jubiläum. Da sind zwei Offiziere plus wahrscheinlich ein paar Unteroffiziere. Wenn wir die besiegt haben, werde ich da erstmal bei King Du sie nach der Rechten schauen. Dann gucken wir im Dschungel, weil die kamen da im Dschungel relativ gut klar ohne meine Hilfe. Wang Ping, Zhang Bao. Von wem sind die Offiziere? Wang Ping, Zhang Bao. Okay, die müssen wir nicht vernichten. Wir werden ja Yan eh vernichten und dann fliehen die. Das ist schon mal gut. Dann sind wir die einfach direkt schon mal los. Ah, es fühlt sich so gut an. Guck mal, wie schnell Zhu Rong ist, ey. Boah, Mengu war echt zu langsam. Oh, Liu Bei, Guan Zhu. Ja, den müssen wir eigentlich auch vernichten. Ich will beide gleichzeitig hier vernichten. Das traue ich mir mal zu. Ist ja erst die erste Schlacht. Die ist an sich eigentlich gar nicht so schnell. Dafür, dass sie nur mit einem Bumerang kämpft. Aber im Vergleich zu Mengu ist sie wahnsinnig schnell, Mann. Oh, das fühlt sich so geil an, ne? Mengu war viel zu langsam. Boah, wer den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen. Das war einfach nur die Tortur schlechthin. Gegen Le Bu mit Mengu zu kämpfen, ey. Boah. Und vor allen Dingen die Armbrust und Bogenschütze haben uns nur getrollt. Sind haben nur einen Pfeil geschossen, dann sind sie wieder weggelaufen und die kamen damit durch. Und Mengu nicht hinterher kam. Wird einfach ausgekämmt. Wird ausgekämmt. Scheiß Camper, Mann. So, jetzt ist Yan besiegt. Allerdings ist Zhang Bao oder wer das war, oder Guan Zhua, einer von. Ne, Guan Zhua war das. Der ist halt jetzt wieder weg. Ist der jetzt hierhin geflohen? Ach, die kommen da schon mit klar. Ich glaube jetzt mal, dass sie den schaffen. Muss ja auch ein bisschen Vertrauen in seine Verbündeten haben. Auch wenn man das im schweren Modus eigentlich nicht haben kann, weil die immer strugglen. Habe ich das jetzt trotzdem mal. Gut. Vernichten wir Ming da. Damit die Moral hier an der Front ein bisschen steigt. Und dann sehen wir da hinten bei King Du Zi nach der Rechten. Sie haben sich also zusammengeschlossen. Also, der kommt viel besser. Das ist lustig. Der wahre Musu mit roter Energie ist schlechter als der normale Musu bei Zhu Rong. Ich erinnere mich echt, dass wir nur immer zweimal damit getroffen haben. Sie haben sich also zusammengeschlossen. Gut. So oft treffen wir hiermit auch nicht, aber halt öfter als mit dem wahren Musu. Oh mein Gott, ich will dich verlieren. Es ist nur Ming da, Mann. Und tschüss. Sehr gut. Alright, dann schauen wir jetzt nach der Rechten. King Du Zi, ich komme, mein Freund. Ich werde dich retten. Eine weitere Armee? Die Elefantenmusik. Übrigens gut, dass wir es nochmal gespielt haben, hier die Nerman-Kampagne. Weil es wird das letzte Mal sein, dass wir dieses geile Schlachtfeld betreten werden. Das letzte Mal in Dynasty Wars 3 und 3 Extreme Legends. Wir werden nie wieder dieses geile Schlachtfeld, diese geile Musik hören. Doch, die Musik werden wir schon nochmal hören in Empires. Kann man die ja auswählen und dann werde ich die so viel spammen, das glaubt ihr gar nicht, weil ich liebe diesen Track. Aber natürlich nur, wenn es passt. Huan Quan ist hier. Der hat ihn, glaube ich, damals getötet. Den King Du Zi. King Du Zis Truppenmoral sinkt. Da haben wir schon wieder. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der King Du Zi. Ja, wo ist er denn? Hier ist er. Mit Elefant. So muss das. Ne, der kommt da ja klar. Da ist ja sonst nichts. Das ist halt nur Huan Quan. Und den müssen wir halt vernichten. Das ist alles, was wir tun müssen hier. Unteroffizier von Sun Shengxiang. Oder kein Wu-Offizier. Einer von Zhu. Ex-Offizier von Liu Zhang. Hat hier eigentlich nur Zhu Unteroffiziere? Das finde ich ein bisschen strange. Tatsächlich, aber ist halt so. Shen Qi, der eigentlich immer Unteroffizier von Zhang Fei ist. Das ist auch mal Sun Shengxiangs Unteroffizier. Ja, wollen wir die Waffe Justifier mitnehmen? Ja, komm. So. Red Hair, ich brauch dich. Bleib dran, bleib du bloß dran. Nicht, dass du dich mal Chao vernichtet, mein Freund. So, wir haben alles geklärt. Hier zumindest im Osten.
Jetzt gucken wir in den Westen. Halten Zhuge Liang auf. Weiß, was der wieder alles geplant hat. Weil der, glaube ich, erst den Plan initiated, den Hinterhalt erst macht, wenn man da in die Nähe kommt. Und da ist ja noch wer anders. Da wartet es noch gleich. Ma Liang, na gut, das ist natürlich keine Bedrohung. Sehr gut. Okay. Sind hier noch irgendwelche Unteroffiziere, die vernichtet werden sollten? Ne, ich denke nicht. Hier auch nicht, ne? Ne. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist, dieser Guan Zhua. Aber ja. Solange sich keiner meldet von den Verbündeten, kommen die ja schon da ganz gut klar. Ich benutze jetzt hier einen kleinen Shortcut. Ich hoffe, das funktioniert. Laut Karte funktioniert es, aber nicht, wenn da eine Absperrung ist. Dann brauchen wir Elefanten und wir haben keine Elefanten. Da müsste einer vor einer Mantrum vor Elefanten fliegen, damit wir den nutzen können. So einfach komme ich jetzt nicht an Elefanten, aber ich denke, hier ist freie Bahn. Ja, bewege ich sehr selten, deswegen. War ich mir jetzt hier nicht ganz sicher. Zhuge Liang, zeig mir, was du kannst. Wo ist er? Ich habe mehr zu bieten als nur Strategie. Das Lustige ist, bei Zhuang Story liegt halt nicht der Fokus auf Zhuge Liang. Bei Meng Huo lag ja wirklich der Fokus nur auf Zhuge Liang. Ich denke, hier sind ganz andere Schlachten, die uns hier erwarten werden. Allein schon die Tatsache, das habe ich euch ja schon gespoilert. Letzte Schlacht ist ja wieder neue Bu Kefei und da kämpft man halt gegen Lu Bu und Yu Chan und das ist sehr chaotisch und strange. Ist halt mal was ganz anderes, ne? Liegt wohl eher der Fokus auf starke Krieger und nicht auf Duelle mit den Strategen Zhuge Liang. Hm. Lassen wir uns überraschen. Schön. Den Bumerang genutzt, so wie man es normalerweise tut. Leute, ich dachte, das wäre irgendwie eine Wall oder so ein Berg, wo man nicht hoch kann, aber das ist actually der Weg. Das ist unser Ziel. Ohne Kampf gewinnen, wie willst du das machen? Du bist lustig, mit Diplomatie oder was? Ha, als ob sich die Barbaren darauf einlassen und sagen, ja, ihr könnt unser Land nehmen. Ihr könnt einfach unser Land haben. Als ob. Verteidigen das mit unserem Leben. Und Meng Huo ist auch noch gut dran. Lässt sich nicht einschüchtern, er hält die Frauen noch ganz gut. Moral ist auch jetzt ein bisschen auf unserer Seite, aber nur halt nur ein ganz kleines bisschen. Seht ihr hier oben immer an der Moralleiste. Ein kleines bisschen über die Hälfte für uns. Elefantenmusik. Ich mag den Bumerang, der sieht so strange aus. Schön zackig und. Ah! Schön nice, aber Magmarad passt natürlich besser, weil ihr habt es ja eben auch gelesen. Sie ist die Tochter des Feuergottes. Passt natürlich eine Waffe namens Magmarad besser zu ihr, aber joa. Ich habe halt die fünfte Waffe und finde ihn Tucken besser, weil er hier mehr Angriff hat. Weiß nicht, wiefern das Windelement jetzt gut ist. Das Windelement gibt es sogar in Dynasty Warriors 5 gar nicht mehr. Lichtkugel gibt es noch, Schattenkugel. Schattenelement wurde so hart genervt in Dynasty Warriors 5. Ich weiß nicht, ob es in Dynasty Warriors 4 schon genervt wurde. Wie gesagt, ich kenne 4 nicht so gut. Ich mag 4 auch nicht so, habe ich am wenigsten gespielt. In Dynasty Warriors 5 auf jeden Fall Schattenelement so hart gekrüppelt, ne? Man verliert immer was von seiner Musu-Leiste, wenn man Schattenelement nutzt. Und ja, das ist halt ridiculous. Das heißt, wenn man einen Offizier angreift, da wirkt das Schattenelement dann gar nicht. Und trotzdem geht die Musu-Leiste runter. Das ist quasi ein Risk, das Schattenelement überhaupt zu nutzen. Und die normalen Truppen sind da schon etwas schwächer als hier. Insofern ist es gar nicht so notwendig, das Schattenelement überhaupt zu nehmen. Und das Schattenelement ist auch noch am schwierigsten freizuschalten, obwohl es richtig zackt in Dynasty Warriors 5. Ich hasse das Schattenelement in Dynasty Warriors 5. In Dynasty Warriors 3 ist halt OP as fuck. Aber gut. Feuerelement ist da meiner Meinung nach das beste. Eiselement kann man machen, muss man nicht. Ist auch in Ordnung. Na seht ihr, jetzt habe ich die Schlacht einmal gemacht, jetzt wusste ich, was man zu tun hat. Und jetzt habe ich gegen Duzi gerettet. Da steht er. Mit 3 Moralsternchen. Nicht viel, aber er steht da. Mal schauen, lass sie halt in Ruhe. Könnt ihr jetzt hinreiten, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu weit. Ich habe euch zweimal gesagt, ich mache 100%, töte jeden Offizier. Aber gut, wir haben das schon mal gemacht. Mit Meng Huo. Wo soll ich das jetzt nochmal machen? Ich meine, ich könnte es tun, aber es hat ja keinen Sinn. Er hält ja da die Front. Und ja, nur für so einen lächerlichen Machau-Kampf gehe ich da nicht unten hin. Ich meine, der Machau-Kampf ist eh nicht schwer. Erst Schlacht. Kein Schwierigkeitsgrad. Das Lustige ist, mit Meng Huo habe ich mich aufgeregt, dass das für die erste Schlacht schon ganz schön tough ist.
Und mit Zorong ist es absolut kein Challenge. Da sieht doch mal, wie schlecht Meng Huo actually ist. Meng Huo an sich ist gar nicht mehr so schlecht. Da musst du es legit. Und die Stärke auch, aber halt die Geschwindigkeit. Die fehlende Geschwindigkeit ist halt einfach nur ausschlaggebend dafür, dass er schon zu den schlechteren Charakteren gehört. Wobei es einige gibt, die noch schlechter sind. So, wie gesagt, Liu Bei ist mein Ziel. Ich werde eigentlich noch mehr Unteroffiziere. Liu Bei definitiv. Gut. Oh, Meng Huo kämpft jetzt gleich gegen Machao. Scheiße. Hoffentlich schafft er das. Für die Erneuerung des Königreiches. Ey, wenn er jetzt struggelt und stirbt, dann bereue ich das voll, dass ich da unten nicht geholfen habe, ne? Wollen wir mal nicht hoffen. Die Base-Angel. Ach, das waren die ganzen Bogenschützen und so, ne? Nervig. Es gibt halt nur noch vier Elemente, ne? Das wollte ich sagen. Windelement gibt es nicht. Es gibt halt nur Lichtelement, Eiselement, Schattenelement und Feuerelement. So ist es. Wobei ich glaube, nur Zorong hat das Windelement. Oder wer hatte das noch? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß gar nicht. Wer hatte noch das Windelement in Dynasty Warriors 3? Ich weiß sowas halt nicht auswendig, ne? Sind ja immer doppelte Chancen, weil es gibt ja immer zwei Waffen mit Elementen pro Charakter. Oh, ist mir bei easy zu besiegen, weil er jetzt nicht der Boss ist, weil ich Frauenbattle machen will. Und die! Sehr gut. Damit fliehen all seine Unteroffiziere und die Moral erhöht sich drastisch. Ich bin also nicht so gut wie meine Brüder, oder? Nee, mal gucken, wie gut deine Frau ist. Sun Shang Xiang. Ich rush hier einfach durch, ne? Ohne Verbündete oder so. Brauche ich nicht. Da ist er. So schenkst du ihn an. Fahrzeng, er fährt jetzt zur Hölle, ey. Zieht sich zurück. Ich weiß nicht, woher du kommst. Du gehst besser zurück, bevor du verletzt wirst. Unterschätze mich nicht nur, weil ich eine Frau bin. Das wäre auch dumm, weil ich selber eine Frau bin. Lol. Gut. Wollen wir mal gucken, wie wir die in den Griff kriegen. Ah, die wachen wieder, ne? Die wachen. Da ist ja nichts zu lachen. Bei dem Wachen. Yo, normaler Wächter. Musu-Angriff. Warum auch nicht? Bam! Was heißt normaler Wächter? Das sind die Wächter des Endbosses, aber trotzdem. Ich finde das immer lächerlich, wenn die normalen Truppen sowas können. Da wird es vielleicht Schwierigkeiten, aber das ist unlogisch. Das könnten nur die mächtigsten Krieger. Ich habe viel zu spät angefangen zu mashen. Aber das hat trotzdem gereicht, weil ich danach abgegangen bin, lol. Seid bitte vorsichtig. Bam! Ah, die haben wir ganz gut im Griff. Oh, Axis kriegst du das, come on. Komm schon. Fehlt nicht mehr viel. Müssen die Axt jetzt nutzen. Bestmöglichst draus machen. Ach, seriously. Das war's. Nichts rausgemacht. Ich mach jetzt nur zu. Ah, die wehrt natürlich alles ab. Na gut, dann werden wir jetzt hier noch möglichst viele Wächter töten. What? Die ist ja stärker als Liu Bei. Als Boss. Komm, wir besiegen jetzt hier. Die Leibwächter sterben sogar. Das heißt, dass das wirklich ein bisschen schwieriger ist. What? Na gut, wenn die Wächter weg sind, ist es easy. So, und jetzt sind sie weg. Ja, und da kommen normale Truppen und Elfen hier. Ach, Kinders. Nice, danke. Nutze mal die Pfeile. Wofür haben wir die Pfeile? Was? Die kämpft jetzt einfach, die ignoriert mich. Ich wollte jetzt hier das epische Duell machen, Mann. Sun Shang Xiang gegen Zorong und die ignoriert mich. Ja geil, habt ihr die Phantom Hitbox gesehen? Ich getroffen habe und kein Damage rauskam. Sehr amüsant finde ich sowas immer. Man greift die auch mal an, ihr na Mann, faulen Säcke. Yonkai wurde getötet, dafür gibt es echt Rache. Jetzt verstehe ich keinen Spaß mehr. Mein Lieblings-Namann-Typen tötet.
Alter. Wieso ist die so gut? Gut, dass es das einzige Mal ist, wo die der Endboss ist. Was? Menghu struggelt. Obwohl die Moral so hoch ist, struggelt er gegen Machao. Yo, yo, jetzt verliere ich. Weil ich die Alte nicht tot kriege. Okay, jetzt müsst ihr anstrengen. Greif halt an. Greif halt an. So. Ich kann da jetzt nicht hin. Ich kann jetzt nicht dahin. Wir müssen die jetzt so schnell wie möglich töten. Bloß kein Fehler, Mann. Jede Sekunde zählt jetzt. Menghu ist gleich tot. Sehr gut. Okay, greif mich an. Yes! Boah, was ist das, ey? Meine Familie macht sich Sorgen. Erstens hat die wahnsinnig krass gekämpft, dafür, dass die erste Schlacht war. Zweitens, wieso war das so spannend, ey? Wieso hat Menghu auf einmal so Probleme gehabt? Unnötige Spannung bei der ersten Schlacht. Was ist das denn, ey? Oh, Mann, ey. Dieses Spiel. Aber jetzt kommen nur neue Schlachten, Freunde. Das kann ich euch garantieren. Freut euch drauf. Wenn wir die fertig haben, haben wir wirklich alle Schlachten dieses Spiels gesehen. Oh yeah, speichern. Oh, das war auch heftig, die letzte Schlacht bei Menghu. Da freue ich mich irgendwie drauf. Seeschlacht von Wu. What? Was ist das denn? Haben wir in Dynasty Warriors 3 gar nicht gesehen, ne? Was ist das? Seeschlacht von Wu. Ich bin alleine, kein Menghu. Ganzen Wurfizier als Gegner. Was ist das? Echt interessant. Gut, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut und haut rein.